Hallo Leute, es geht weiter mit Awakening der Wald der roten Blätter. Blätter? Ja, wir sind hier in der Mine, die ist eingestürzt, hier weiterfahren können wir nicht. Ist hier noch irgendwas, was wir uns holen können oder nicht? Dann nicht. Dann raus hier. Und dann, ja. Weiß ich auch nicht. Wo geht's denn jetzt hin? Ich kann ja auch immer noch tiefer in die Minen wieder reingehen. Das ist ja komisch. Wenn ich hier durch bin, vielleicht einfach nur, damit ich hier weggehen konnte. Oder was ist das hier hinten? Nee, okay, ich wollte mir nur sicher sein. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und ja. Nö, gehen wir mal nach links. Gehen wir mal hier durch. Ist da hinten denn noch was? Nee. Hier ist nichts mehr. Ich gehe einfach mal zurück. Also ganz zurück. Ach so, ja. Wir wollen ja zu den Zentauren, fällt mir gerade ein. Damit die dem Zwergenprinzen helfen. What has befallen your friend? Make haste, into my hut. I shall summon the healer. Ah, okay, gut. Ja. The dwarves have caused us great grief, falsely accusing us of murdering their queen and blaming us for every difficulty they have faced. Das ist ja unglaublich. Was fällt ihnen eigentlich ein? But it is ill will to deny a patient care. I do not like it, but I shall cure him. Help me relieve his pain with some soup. Here's the recipe. Oh, wir dürfen was kochen. Das ist ja schön. Ja, wir werden ihn befreien von seinem Fluch. Der Arme, er steht. Er steht gar nicht gut. Steht gar nicht gut. Ich dachte schon, er sieht gar nicht gut aus, sollte das heißen. Es steht gar nicht gut um den Prinzen. Ich muss mich beeilen. Und der Heilerin helfen. Ja, das... Okay. Der Werkzeugkasten ist abgeschlossen. Kann ich das Schloss vielleicht knacken? Mit einem Vorschlaghammer bestimmt. Hier haben wir Rezept. Hier habe ich einen Boni. Ach, hier haben wir Zutaten. Und ganz viel leckeres Gemüse. Einen goldenen Fisch. Einen Holzfisch. Ja, dann werde ich mal hier rauf gucken. Das habe ich. Ich habe nicht so ein komisches Ei. Und ich habe auch kein Stück Fleisch. Soll ich jetzt jagen gehen? Oder was? The dwarves have caused us great grief. Ja, okay. Dann gehen wir mal raus und gucken, was wir noch so finden. Ach, jetzt können wir da auch nach rechts gehen. Hier waren wir ja noch gar nicht. Screenshot. So, da oben glitzert etwas. Es steckt fest in seinem Mund. Kann ich das mit der Holzstange runterholen? Nö. Ach, hier. Bock, 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 bock. Ein paar Hühner. Ich muss das Huhn den Eiern weglocken. Haha, wie cool ist das denn? Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich mache, glaube ich, ein bisschen Mais mal für die. Aber erstmal reden wir mit ihm, weil er hat ein Stück Fleisch. My apologies, human. The granary stock has dwindled since the ogre's attack. If you can find us some fish, I will gladly trade it for meat. Okay. Ja. Aber den Fisch meint er nicht, ne? Nee. Gut. Dann gehen wir mal zur Angelhütte. Das Seil ist lose, ich muss es wieder befestigen. Aber nicht jetzt. Erst reden wir mit ihm. Der Schmied hat mir freundlicherweise seine Hütte überlassen. Ich muss dringend dem Prinz der Zwerge helfen. Und jetzt steht er hier abseits herum, am Strand, schaut sich das an. Jetzt habe ich einen Holzpflock und los geht's, jagen wir Vampire. Hier scheint eine gute Stelle zum Fischen zu sein. Ja, können wir uns mit unserer Holzstange und so einem Stück Seil nicht irgendwie eine Angel bauen? Vielleicht kann ich das ja irgendwie abfeuern. Nee. Ja, das Seil ist lose. Wie kann ich das denn wieder befestigen? Mit einem Pflock? Ah. Ich muss ihn mit einem Hammer einschlagen. Zufälligerweise haben wir einen.
Und wahrscheinlich ist der Hammer jetzt mal weg. Ja, der Hammer ist jetzt auch weg. Wir haben den nicht mehr. Und das Holz ist brüchig. Ich muss es ersetzen. Tada, mit der Holzstange. Und hier kann ich... Ah, so ein Schieberätsel ist ja auch immer so eine Sache. Aber das hier geht, glaube ich. Ach, ich sollte da gar nicht noch ein Stück finden. Was sagt sie denn jetzt? Diese Aussparung hat die Form eines Fisches. So. Was habe ich jetzt? Fischreste. Und ein Fischernetz. Und das war's. Was ist mit dir, Sophia? Der Prinz der Zwerge war verflucht. Ich muss die Heilerin... Muss der Heilerin zur Hand gehen? Ja. Ja, ja, machen wir doch schon. Ich bin ja schon dabei. So, und jetzt fangen wir die. Zack. Juhu, wir haben einen armen Fisch gefangen. Ja, dann bringen wir den mal weg. Zu dem. Bitte. Dafür kriegen wir ein Stück Fleisch. Super. Die Hühnerbrühe allein macht's aber jetzt auch nicht. Wir hatten doch hier, genau, da wollte ich jetzt mal ran. Schon längst wollte ich hier den Maiskolben reinstecken. Seit wir den haben, weiß ich, was ich damit zu tun habe. Weil ich am Anfang immer so oft dahin gelaufen bin. Und jetzt können wir damit natürlich die Hühner anlocken. Bock, 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 kommt. Und weg sind sie. Und dann nehme ich mir ein Ei. Ist schon fast gemein. Komisch, dass da am Ende keine mehr da waren. Ist hier nicht auch noch ein Boni? Doch. In jedem Bild muss einer sein. Ja, was da oben ist, weiß ich nicht. Da komme ich jetzt irgendwie aber nicht so ran. Oder? Da fehlt ein Kopf. Hm. Ich weiß nicht, wo ich den finde. Vielleicht mache ich das noch gleich. Warte, der Kopf, ist das nicht der hier? Nee. Da komme ich nicht ran, weil hier steht ja einer allein. Gut. Machen wir das erstmal, wenn ich denn kann. Und wo ist die Feuerstelle? Genau. Nee, nee, nee. Und diese Farbtöpfe, stimmt, die haben wir auch noch. Ganz vergessen. Wo finde ich jetzt den doofen Topf? Weil nach rechts konnten wir doch vorher gar nicht. Hier war das nicht. Es muss weiter zurück sein. Aber so weit zurück nun auch nicht. Hier war das, genau. Klasse. Packen wir die Hühnerbrühe rein. Und das Fleisch und das Ei. Und mit der Suppe wird er natürlich einfach wieder gesund, ne? War's das? So. Dann mach mal Dampf. Super. Ich brauche eine Schale. Da haben wir die... die heilende... Zentaurensuppe. So. Dann bringen wir die dem doch mal. The soup should give him strength. I have diagnosed his curse. Unfortunately, the cure is in my hut and it is infested with lockweed. Use this potion to remove them and fetch me the cure. Danke. Okay. Machen wir. Natürlich. Wo ist denn ihre Hütte? Ist das die hier? Welche denn? Die Angelhütte? Ist es die? Nee, da kann man doch gar nicht mehr rein. Ach, da oben waren wir noch nicht. Diese Ranken haben dunkle magische Kräfte. Ich muss sie mit einem speziellen Schwert wegschneiden oder mit dem Schlüsselkrautvernichter. Nee, da kommen wir wohl nicht so einfach durch. Da werden wir aber noch weiterkommen, bestimmt. Aber hier ist auch nicht diese Hütte. Die ist vielleicht, ist die da? Ist das hier, wo man da nach hinten gehen konnte? So, hier so. Diese Ranken. Ja. Ah, okay, jetzt können wir die wegmachen. Das ist ja toll. Ja, da freuen wir uns. Was hab ich denn? Achso, ich wollte gerade sagen. Ich
darf wieder wimmeln. Wir dürfen wimmeln. Ihr sollt immer mitmachen. Diese Kette hier ja wohl nicht, oder? Nee. Wo ist denn der rote Mob? Ich sehe hier irgendwie gerade gar nichts. Ein Balken. Das Seil. Ein bisschen Garn. Irgendwas. Ja, das... Ich bin sehr erfolgreich. Hä? Wenn ich jetzt einfach mal doof überall rumklick, finde ich dann überhaupt irgendwas mal? Eule? Was ist denn da? Ach so, ich soll die Sachen nicht suchen, ich soll sie hier benutzen. Ach so. Okay, dann sieht das Ganze natürlich anders aus. Dann habe ich das gemacht. So, hier ist nämlich alles kaputt und ich muss die Dinge reparieren. Hier kann ich Staub wischen bestimmt. Genau. Was ist das da? Kann ich das... Nee. Was kann ich da machen? Da kann ich bestimmt den Tisch reparieren. Die kann ich damit wegmachen. Was muss ich hier kleben? Oder hebeln? Ich weiß nicht, was das hier ist. Das auch nicht. Hier ist was ausgelaufen. Das kann ich aber aufwischen vielleicht. Nee. Dass ich die Ecke hier aufwisch? Nö. Soll nicht sein. Ich versuche jetzt mal da an den Holzbrettern. Ah, okay, die kann ich damit abnehmen. Und sollen da auch wieder neue ran, oder? Nee. Wie kann ich denn diesen Topf reparieren? Ist das so mit Kleben? Okay. Habe ich Heile geklebt? Wie mache ich diese Tür? Damit. Was ist hier noch kaputt jetzt? Komisch, dass ich das nicht... Doch, kann ich? Hä, wieso ging denn das gerade nicht? Bescheuert. Okay, hat doch geklappt. Die Ziegelsteine, die sollen da bestimmt nicht sein. Oder doch? Doch. Okay. Ja. Kann ich damit... Das war für den Vogel, damit der nicht abhauen kann, der Arme. Er saß ja anscheinend aber auch von alleine gerne im Käfig, in der Bruchküche. Ich hoffe, irgendjemand kümmert sich auch um den armen Vogel. Lässt ihn da nicht alleine. Sowas finde ich ja immer schlimm. Tiere zu haben oder Menschen, die Tiere besitzen und sich dann aber nicht um die kümmern. Und die sind dann so völlig wehrlos. Hunger und Durst und der Sauberkeit und allem, was da halt so ist, ausgeliefert. Das finde ich immer echt scheiße. Wo kann ich denn diese Kette nur einsetzen? Das überlege ich gerade. Weiß nicht so recht, was ist mit dem Karren? Der Karren, den habe ich jetzt auch repariert und die Holzbretter. Da drall ich ja nicht hin. Der Kette und dem Brett hier und... Aha, das habe ich jetzt... Da habe ich ein Brett drüber gelegt, damit man natürlich nicht auf die Pflanze tritt. Ist klar. Und jetzt noch als letztes die Kette. Die ich jetzt einfach mal so, ja, weiß auch nicht, willkürlich benutze. Ich weiß es nicht. Ja, ich brauche Hilfe hier. Also doch die Kette ausbessern. Okay, wie ich am Anfang dachte. Alles klar. So, und jetzt? Stelle die Kräuter auf ihren richtigen Platz. Orientiere dich dabei in den Zeichnungen darunter. Wähle jeweils zwei Kräuter aus, um ihre Positionen zu vertauschen. Die sieht ja so nach der aus. Dieses Wuschelkraut könnte das sein, bin mir aber nicht so sicher. Bin mir da aber einigen nicht so sicher.
Der Klee soll dahin. Weiß nicht recht. Soll das der hier doch sein? Nee, ich lass den mal bei dem. Da sollen Punkte hin. Man kann ja auch ein bisschen auf die Pflanzen-Dinger gucken, merke ich gerade. Dann weiß man eher, wo es auch hinpasst. Also, da sind Punkte drauf. Sind hier irgendwie Striche? Ja, der hier. Das könnte der sein. Der Klee bleibt so. Der passt doch eigentlich auch, oder? Aber irgendwas stimmt hier noch nicht. Nee, der passt besser, oder? Weil hier soll so ein... sowas hin. Sind ja hübsche Pflanzen, ne? Muss man ja mal sagen. Wenn man die so zu Hause hätte, wäre das Zimmer doch gleich viel hübscher. Was stimmt denn jetzt hier nicht? Bin mir auch mit diesen Boppeln nicht so sicher. Ah, die lasse ich mal. Lasse ich aus, lasse ich auch. Bei denen ist auch in Ordnung. Irgendwo ist ein Fehler. Die aber nicht untereinander anscheinend. Die passen ja auch, die lasse ich auch. Mal bei dem hier bin ich mir nicht sicher. Wer könnte denn stattdessen dahin? Ich brauche so einen schönen... Ich weiß auch nicht, hilf mir mal. Ach so. Diese Sternenblume hier, die soll dahin. Okay, das hätte ich jetzt nicht so gesehen. Weil ich finde, mit diesen langen Blättern hätte das auch, aber die sind halt so sternartiger. Okay, okay. Ja, okay. Ich stehe echt ein bisschen auf dem Schlauch. Ich bin halt bei dem, bin ich mir echt nicht sicher. Die lasse ich aber einfach so. Nee, das ist schon in Ordnung. Was ist denn falsch hier? Die sind falsch. Warum denn das? Wegen dem Muster auf den Blättern? Nee, das hätte ich so auch jetzt nicht gesehen. Ich dachte eigentlich, das stimmt so. Wieso soll der denn da hin? Ich finde ihn gar nicht ähnlich zum Bild. Also ich finde die Pflanze gar nicht ähnlich diesem Bild hier. Ich finde eher dieser lange Stiel hier mit den Strichen passt eher zu der Pflanze. Aber okay, das sieht vielleicht auch jeder anders. Gut, okay, dann lassen wir das so. Dann muss ich ja tatsächlich noch mal ein bisschen genauer gucken. Aber wenn der nicht dann mehr stimmt... Oh, das verunsichert mich ja jetzt total. Hä? Wo ist denn jetzt der Fehler? Ey, tut mir leid, ne? Aber... Ja, und die sollte sogar da unten hin. Auch schade, dass ich jetzt nicht so hinter das Bild gucken kann. Diese komische Grüne sollte sogar hier unten hin. Ja, okay, dann... Nee, das war mir ein bisschen zu ungenau. Oder ich weiß nicht, ich habe die Pflanzen einfach anders gesehen. So, ich soll hier was reinkippen. Was soll ich überhaupt machen? Ich soll die Kräuter zerstampfen. Machen wir das mal. Die soll ich dann in die Schüssel tun, mit dem gelben Zeug zusammen. Dann soll ich das Ganze hier reinfüllen. Und anfeuern natürlich. So. So, und das gehört mir jetzt. Und damit habe ich das Heiltinktur-Set. Ja, das gibt's auch heute im Angebot, das Heiltinktur-Set. Für nur 14,99 €. Jetzt laufe ich wieder zurück.
Guck mal, was ich mitgebracht habe. Nee, da will ich doch gar nicht hin. Will ich hier gar nicht hin? Nee, hier will ich gar nicht hin. Da will ich hin. Da will ich rein. Guck mal. Wie? Ach doch, ich wollte gerade sagen. Ich kann ihn doch damit jetzt heilen. So, jetzt kann ich hier auf die Zeichen gucken. Das ist ja auch wieder super gemacht. Das passt auf jeden Fall auf die Stelle. Und dann nehmen wir die komische durchgestrichene 7. Ist das der? Nee, das ist das falsche. Ups, vergiftet. Ja, so ein Dreieck mit einem Punkt. Ja, das war schon mal richtig. Das freut mich. Gut, hier haben wir nochmal die 1 mit einem Punkt drüber und einen Strich daneben. Das war der Kopf. Dem geht's jetzt auch wieder gut. Punkte, einfach nur Punkte. Sehe ich nicht. Aber ich sehe so ein... sowas hier. Und hier nochmal das. Und... nö. Das Männchen nochmal. Auf die Hand. Das ist wichtig. Das darauf. Und... nö. Aber dahin. Aber ich sehe das hier gar nicht. Kann ich da einfach das Grüne für oben... ach so, ja, okay. Okay, okay. Aber dann gehen nur die, oder nicht? Nee, das vielleicht? Ich kippe ihm hier irgendwelche Sachen auf den Körper. In einer ganz unanständigen Stelle. Das geht jetzt aber nicht. Was mache ich dann? Ach, die Punkte gehen jetzt. Warum denn die Punkte? Thank you for your help. I promise you, I will end this feud. Na, das hört sich ja super an. Der Gute. Gut. Dann haben wir den ja jetzt für uns gewonnen. Mit Schwarzpulver das aufbrechen. Mit dem Schlüsselkrautvernichter könnten wir eigentlich nach hinten noch gehen. Merke ich gerade. Das hätte ich noch... oh, das mache ich noch mal schnell, weil der Part wird sonst zu lang. Da war doch noch eine Stelle bei diesen fleischfressenden Pflanzen. Genau. Da muss ich das Zeug auch nochmal verwenden. Und dann habe ich eine Zange jetzt. Nee, eine Pinzette. Okay. Gut. Das ist ja schön. Komme ich denn damit ran? Nö. Nee, aber alles andere machen wir dann, würde ich sagen, im nächsten Part von Awakening, der Wald der roten Blätter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.